Unser deutscher Leichtathletikstar Alisa Schmidt ist völlig überwältigt. Sie startet endlich in ihre Wettkämpfe bei Olympia. Und was ebenfalls losgeht, klar, die Olympia-News. Und damit herzlich willkommen. Fast so viele Follower wie unsere Alisa hat der englische Wasserspringer Tom Daley. Und die versorgt er regelmäßig mit kuriosen Videos. Fünf Olympiateilnahmen, Goldmedaille 2021 und ein passionierter Stricker. Das ist Tom Daley. Auch in diesem Jahr schnappt er sich wieder Nadel und Faden und präsentiert stolz seinen selbstgestrickten Paris-Pulli. So kann man die Zeit zwischen den Wettkämpfen natürlich auch nutzen. Apropos Nadel und Faden, die kennt auch Michaela Bleit, Rugby-Spielerin aus Neuseeland, nur allzu gut. Bei ihr aber eher unfreiwillig. Aua, die Narbe sieht übel aus. Die 7er Rugby-Olympiasiegerin zog sich im Spiel gegen Kanada einen schmerzhaften Cut auf der Stirn zu. Hat sie aber nicht vom Spielen und Goldgewinnen abgehalten. Was für eine Kriegerin. Ja, wird Zeit, euch mal wieder ein paar schönere Bilder zu zeigen. Paris, die Stadt der Liebe, ihr ahnt es vielleicht schon. Ein Heiratsantrag. Die beiden spanischen Judoka Laura Martinez und José Antonio Aranda sind direkt unter dem Eiffelturm, als er plötzlich freiwillig auf die Matte geht, beziehungsweise aufs Knie. Zu Medaillen hat es für das Paar bei diesen Spielen nicht gereicht. Gewinner sind sie trotzdem beide. Was für ein wunderschöner Moment. Thema zu Boden gehen. Das spielt auch bei diesem viralen Trend eine relativ große Rolle. Nicht jeder hat das Zeug zum Olympioniken. Zeigen diese Videos. Social Media ist gerade voll davon. Normalos wie du und ich zeigen, warum gerade sie es nicht zu Olympia geschafft haben. Zurücklehnen und genießen. So, zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf den Medaillenspiegel. China bleibt ganz vorne mit 11 Goldmedaillen. Die USA machen Plätze gut und sind auf Rang 2 vorgerückt. Haben zwar die meisten Medaillen, aber eben nur 9 goldene. Gastgeber Frankreich, Japan und Australien dahinter mit jeweils 8 Goldmedaillen. Und Team Deutschland liegt im Medaillenspiegel weiterhin auf Rang 10, gleich auf mit Holland, was die Medaillen angeht. So, das war's von mir. Macht's gut und schönes Wochenende. Boah. Ich hab das noch gar nicht so gesehen. Tschüss. Wie Alisa, du hast die Sendung verpasst? Und dann am besten einfach nochmal von vorne gucken.